Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leo Mascher. Heute machen wir wieder einen richtig killer Prank. Wir checken ab, Freunde, wie die Leute reagieren, wenn ich so ein paar Scheinchen im Auto lasse und ich natürlich so tue, als ob ich das klauen will. Und ich werde natürlich ein paar Leute in meinen Bann ziehen und gucken, ob die mitmachen oder nicht. Wenn ich die Hand hier reingreife, wird natürlich der Alarm angehen. Und dann, wenn der Alarm angeht, kommt der liebe Adam ins Spiel. Ey, fuck, Alter, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Guck dir das mal an, Alter. 500er. Ja, aber wie soll ich das nehmen, Alter? Was denn? 500er, Alter. Wie soll ich das nehmen? Was? Die Handy? Nein, der hat die Portemonnaie, Digga. Ja, wie die? Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm, lass alles nehmen. Scheiße. Einige wollen das haben, glaubst du mir? Wenn wir es nicht nehmen, nimmt es jemand anders. Alter, halt! Stopp! Das ist Hollywood rein! Wollten Sie da gerade an mein Auto ran? Ich will den. Das ist unser Freund, der gehört dazu. Alles klar. Er war das, ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht, das war er. Er war das. Ich hab nichts gemacht. Er wollte 500 Euro klauen. Er wollte 500 Euro klauen. Nein, ich guck jetzt. Was? Du wolltest 500 Euro klauen? Du hast mir gesagt, er hat 500 Euro. Nein, du wolltest 500 Euro klauen, nicht ich. Du wolltest 500 Euro klauen. Ich hab nichts gemacht. Ich habe keine 500 Euro geklaut. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin. Okay, geh weg, Mann. Ich bin ein weißer Engel, Alter. Ich mach die Schule. Ich klau nicht, Mann. Ich hab telefoniert. Du hast geklaut. Danke nochmal. Warum hast du dein Geld da gelassen, du verdammter Spinner, ey? Chill mal. Nein, nicht die Polizei rufen, warte. Ey, warte, hör mal zu. Warte. Ey, hör mal zu. Er hat zu mir gesagt, klau das Geld. Du hast gesagt, klau das Geld. Ich hab nichts gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab damit nichts zu tun. Oh mein Gott. Guck, Ero, hallo. Ey, hallo, geh doch mal weg hier. Aber hör doch zu. Du, lass es doch. Okay, guck, hör zu. Okay, darf ich reden? Okay, okay, bitte. Wie, kennt ihr euch nicht? Nein, aber du wolltest klauen und das gehört sich nicht. Hä? Ich wollte klauen? Ich wollte gar nicht klauen. Nein, Alter. Du hast gesagt, wenn du mir das Go gibst. Ich habe ihm gerade den 110 angerufen. Digga. Alter, ja? Ohne Flachs. Und jetzt Alter. Ohne Gewalt, Alter. Alter, ich habe damit nichts zu tun. Ich gehe jetzt. Ihr könnt es erledigen mit der Polizei, mit der Politesse. Der hat einen Schluck zu viel Wein getrunken. Ich habe aufgepasst. Die haben auf jeden Fall. Standen die hier nur rum. Ich habe aufgepasst. Nee, ihr bleibt auch für die Polizei. Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Ich habe aufgepasst. Oh, da. Darf ich das haben? Dafür, dass ich aufgepasst habe? Ja. Dass ich aufgepasst habe. Schenkst du mir das? Ich hab dir eben gerade. Alter, geil! Ich hab gesagt, ich hab aufgepasst. Ey! Wow, einfach Wahnsinn! Alter, geiles Brett, Alter. Geiles Brett! Was hab ich denn gemacht, Alter? Wir passen die ganze Zeit auf. Du willst da ran, willst an die Kohle und machst so einen Scheiß. Aber warum verpetzt sie mich, Alter? Ihr habt selber Schuld, Alter. Ich sag's dir. Du bist selber schuld. Weil sich das nicht gehört, der hat die ganze Zeit vom Fenster. Aber siehst du, das habe ich davon, dann habe ich jetzt ein iPhone, ja. Alter. Ja, du steckst hier in deinen dummen Arsch. Das wird da gar gut reinpassen, ey. Ich wünsche dir was. Ja, ich verpetzt auch. Du mich, Alter. Ja, mach ich. Und was hast du davon? Nichts. Doch. Alter. Ein ruhiges Gewissen. Weißt ja. du, was du vorhattest? Das ist vielleicht seine Miete für seine Wohnung, für seine Kinder, Alter. 70.000. Das waren keine D-Mark, Alter. Alter, du bist mir einer, ey. Ich sag's dir, Alter. Das werde ich schön in meinen Arsch jetzt stecken. Ja, Digga, tschüssing. Lass es dir gut gehen. Ich glaube, das sind keine echten Scheine. Doch, da war eben gerade jemand und das hat ein paar Fufis genommen. Habe ich auch gerade gesehen, Alter. Wie bescheuert müssen wir das sagen? Alter, der hat bestimmt völlig verplant, Alter. Digga, das ist eine Verlängerung. Das sind bestimmt 50 Riesen, Alter. Ja. Guck, aber komm mir nicht zu nah. Du sagst, ich habe nur das gesehen. Ja, hast du gesagt, hier ist Geld, nimm das weg. Und ich habe gesagt, nein, okay. Und dann nein, du hast zu mir gesagt, da ist Geld drin. Ich habe doch gar nicht gesehen, ich bin hier weggegangen. Nein, aber du hast zu mir gesagt, komm mal her, guck, da ist Geld. Du hast zu mir gesagt. Nein, du hast gesagt, ich habe nichts zu tun. Digga, hallo. Digga, hör mal, stopp. Gib mir meine Kohle her erstmal. Das ist du mal. Ja, seid ihr zusammen?
Ey, hau mal auf, ihr seid zusammen. Wir machen Comedy, ey, wir machen Comedy, wir machen Spaß, ey. Versteckte Kamera, ey, versteckte Kamera. Das ist Comedy, Comedy, versteckte Kamera. Ey, Bruder, war Spaß, ja? Du, ich sag dir was, ne? Das ist ein guter Erziger. Ich weiß das. Ich fühl das. Der wollte nur einmal gucken. Das kann mal passieren. Du, wir drehen was mit versteckter Kamera, Digga. Nein. Doch, Mann. Guck mal hinter dir, guck mal da. Kamera, Digga. Ey, du hast auch Scheiße. Ja. Ey, wie schnell ging das hoch? Hast du gesehen? Der war so heftig, sag mal. Bruder, ey. Er mit seinen Inliner, er so. Digga, er konnte nicht weg, Mann. Das war so lustig. Digga, die kamen von irgendwoher, keine Ahnung, Mann. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen da draußen. Das war diesmal echt ein Hammer-Prank. Ich fand's mega lustig. Ich hoffe, ihr habt auch gelacht. Schreibt mal in die Kommentare, welche Stelle ihr am lustigsten fand. Und ansonsten sprengt mal so richtig den Like-Button. Bei 66.000 Likes, wenn ihr das hinbekommt, würde ich mich freuen. Würde ich denken, okay, könnte man vielleicht einen zweiten Teil machen. Auf jeden Fall danke auch nochmal an meinen Bro Edo. Ey, welche Szene fandst du am lustigsten? Der mit den Inliner, der so gemacht hat. Digga, der war so lustig, Alter. Kleinen Moment. Ganz kleinen Moment. Kleine Kontrolle. Habt ihr Ausweis, Personalien bitte? Okay, ihr dürft weiterfahren. Tschüssi. Ciao. Auf jeden Fall, sprengt mal den Like-Button. Bei 66.000 Likes würde ich mich freuen, Freunde. Da gibt es vielleicht einen zweiten Teil. Peace out.